Oha, etwas an diesem Thema ist außergewöhnlich, ist tatsächlich ungewöhnlich, so rum. Ich bin beeindruckt. Schön, dass er Ihnen schmeckt. Ja, er war wirklich gut. Zum Dank kann ich euch verraten, wo die gruseligsten Geister der Stadt zu finden sind. Na? Forsens hat massenhaft Geister, die sich gut beobachten lassen. Die Stadt ist mir schon unheimlich genug, aber danke trotzdem. Und es gibt noch ein Rätsel on top obendrauf. Seid gegrüßt, Fremde. Lasst mich raten, ihr seid auf der Suche nach Ruhm und Reichtum? Mitnichten. Wir suchen eine gewisse Schatulle der Pandora. Haben Sie davon gehört? Jemals? Überhaupt? Im Leben? Das ist ein fantastischer Name, aber ich kann nicht sagen, dass ich davon schon mal was gehört hätte. Apropos, ich denke, ich kenne da ein Rätsel, das ihr bestimmt auch noch nie gehört habt. Rätsel 117. Okay, drei Paare. Auf einem vergilbten Foto sind drei Paare zu sehen. Darauf steht kein Mann hinter seiner Ehefrau. Von den drei anwesenden Frauen sind zwei Schwestern und sitzen nebeneinander. Der Mann der älteren Schwester hat keinen Bart. Alle auf dem Foto tragen einen Hut, außer dem Mann der jüngeren Schwester. Die Frau, die keine Schwester hat, sitzt vor dem Mann der jüngeren Schwester. Findest du den Mann, der mit keiner der Schwestern verheiratet ist? Wähle A, B oder C. Also... kein Mann steht hinter seiner Ehefrau. Okay. Die Schwestern sitzen nebeneinander, also entweder DE oder EF. Das heißt, E ist ja definitiv eine Schwester. Mach ich mal so. Genau. Der Mann der älteren Schwester hat keinen Bart. Also das hier ist auch S1. So. Das heißt, das ist definitiv nicht die ältere Schwester. Sondern das hier. Das ist Schwester 1 und das ist Schwester 2. Das heißt, die Kollegin hier ist keine Schwester. Mach ich mal KS. So. Alle auf dem Foto tragen einen Hut, außer dem Mann der jüngeren Schwester. Das heißt, das hier ist S2, was wiederum heißt, dass B der Mann sein muss, der mit der keine Schwester-Dame verheiratet ist. Hoffentlich ist das richtig dann kombiniert. Wollen wir mal sehen. Gut. Nice. Kann ich mal was trinken? Von Errat Demonstrandum. Mhm. Schön. Ja. Passt alles. Dürfte dementsprechend, was ich erzählt habe. Gut gemacht. Viel Glück mit eurer Dingsbums-Schatulle. Na, wie hieß sie noch? Die mit dem tollen Namen. Bestimmt ist da ein Flaschengeist drin und man darf sich etwas wünschen. Ja, oder halt auch nicht. Leightons Notizen. Die Museumspforten. Leider ist das Tor des Herzenmuseums fest verschlossen. Weder haben wir in Erfahrung gebracht, wann die Einrichtung öffnet, noch gelangen wir auf anderem Wege in das Gebäude. Dabei habt ihr euch da gar nicht ordentlich umgeguckt. Doch Geduld ist eine Tugend. Vorerst sollten wir uns also weiter in der Stadt nach Informationen umhören. Ganz viele Sachs, Professorchen. Nochmal was? Nein. Ja, schönen Namen. Welches Genie hat sie sich ausgedacht? Ja, du, ich weiß es ja nun nicht. Tja, was ist denn nun hier? Barton. Hm? Irina. Oh, Herr Beluga, lang ist's her. Haben Sie inzwischen das gefunden, was Sie gesucht haben? Pha, nein! Ich habe Samuel mit der Suche beauftragt, doch der Junge ist so nutzlos wie eine kaputte Uhr. Ach, ärgern Sie sich nicht, mein Süßer, sonst bekommt Ihr hübsches Gesicht noch Falten. Na, wie sieht's aus, Belugachen? Wollen Sie noch kurz hereinkommen und über alte Zeiten reden? Professor, haben Sie das gesehen? Herr Beluga ist gerade in dieses Kabarett gegangen. Das sehen wir uns mal genauer an. Luke und Professor Layton beschließen, sich das Kabarett genauer anzusehen. Hinweismünzen ohne Ende. Haben wir eigentlich ein neues Symbol schon? Nee, ist leider noch dasselbe. Schade. Sehr schade. Diese riesige Schleife ist ja äußerst glamourös. Ich bin auch noch nicht sicher, ob das hier wirklich ein Kabarett ist oder... Weiß, was ich meine, ne? Zwei dumme, ein Gedanke. Komm her.
Oha, hallo Sie, großer, schöner Mann. Möchten Sie hereinkommen und sich die Vorstellung ansehen? Die Vorstellung? Verzeihen Sie, werte Dame, aber wir wollten gerade... Was denn? Sind Sie etwa schüchtern? Berührungsängste? Keine Sorge, mein Hübscher. Ich beiße nicht. Zumindest nicht mit meinen Zähnen. Oh, und wer ist denn Ihr kleiner Freund? Du bist ja ein ganz Süßer. Wer ich? Entschuldigen Sie, dass ich das Thema wechsle, gnädige Frau. Ich kam nicht umhin zu bemerken, dass Herr Beluga vor kurzem Ihr Kabarett betrat. Ach, sind Sie und der Herr B. etwa alte Bekannte? So in etwa, ja. Sagen Sie, kommt Herr Beluga oft bei Ihnen vorbei? Herr Beluga ist in der Tat ein Liebhaber der schönen Künste. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Oh, aber Sie sind mir ein schöner Bursche, so charmant und adrett und ein rechter Gentleman dazu. Wenn Ihr Verstand mit Ihrem Aussehen mithalten kann, werde ich vielleicht gesprächiger. Und freizügiger Rätsel 70 Juwelenkette. Ich habe hier diese alte Halskette, aber sie ist nicht so ganz mein Geschmack. Ich wollte sie verkaufen, doch als ich sie schätzen ließ, ist mir etwas Seltsames aufgefallen. Alle Juwelen sind unterschiedlich viel wert, aber wenn ich die Kette an drei Stellen durchtrenne, sind alle drei Teile genau gleich viel wert. Ist das zu fassen? Hier, könnt ihr mir sagen, an welchen Stellen man die Kette dafür durchtrennen muss? Ja, da würde ich sagen, rechnen wir erstmal alles zusammen. Hier sind wir bei 2, 2, 2, 7, 3, 5, 4, 6, 4, 8, 5, 2, 5, 5, 6, 1, 7, 1, 7, 8. 7.800, wenn wir das durch 3 teilen, das sind 2.600. Das heißt, wir könnten hier teilen und dann nochmal hier. Ne? Das sind dann hier 1, 7, 2.000. Easy going. Dann wollen wir mal sehen. Tja, mit Zahlen habe ich's halt, ne? Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Brillant. Jedes Stück ist damit 2600 Pfund wert. Ein wahres Vermögen. Ja, das stimmt wohl. Also mal sehen, wie lange noch. Hat er nicht gesagt. Ach ja, so. Okay. Hübsch und schlau. Sie sind ein guter Fang. Ich bin hingerissen. Was Herrn B. angeht, er sucht etwas, aber ich weiß nicht was. Die Suche läuft wohl nicht so gut, denn in letzter Zeit ist er immer sehr gereizt, wenn ich ihn sehe. Tja, schade, ne? Ich habe Ihnen nichts weiter über Herrn B. zu sagen, mein Hübscher. Schließlich bin ich Artistin, keine Nachrichtensprecherin. Und das ist jetzt das ganz Schlimme, vor dem Barton uns gewarnt hat, oder was? Das ist ja bescheuert. Mit Verlaub, das ist bescheuert. So, wo kamen wir denn jetzt hier noch hin? Wir konnten noch nach oben. Ich gehe, glaube ich, auch erstmal nach oben. Sehen Sie diesen Wachturm dort, Professor? Es sieht ja fast so aus, als wäre da jemand drin. Mit den Barrikaden will man wohl neugierige Gäste fernhalten. Aha. 1 Hinweismünze. 1 Ausrufezeichen. Olson. Man sieht nicht jeden Tag neu. Ich weiß gar nicht, was für Stimmen ich den Leuten hier noch geben soll. Weiß ich nicht. Ihr seid wohl nur zu Besuch in der Stadt, oder? Gewissermaßen ja. Allerdings sind wir nicht wegen der Sehenswürdigkeiten hier. Wir suchen nach der Schatulle der Pandora. Speichel runterschlucken. Haben Sie jemals davon gehört? Nein, das kann ich nicht behaupten, leider. Denn ich würde euch gerne weiterhelfen. Oh, aber ich kann doch die Besucher unserer schönen Stadt nicht mit leeren Händen gehen lassen. Ich kenne dieses nette Rätsel, das ich euch gerne erzählen würde, als Souvenir, wenn ihr so wollt. Rätsel 85, alles quer durch den Gemüsegarten. Die Zahlen hier, der vierte Körper. 5 seltsame Körper sind hintereinander angeordnet, aber anstelle von Körper 4 ist nur eine Lücke zu sehen. Sieh dir die 4 restlichen Körper gut an und entscheide, ob Körper A, B oder C die Lücke füllen soll. Na, das ist ja wohl mal sehr einfach. Bei der 1 verstehe ich es nicht ganz, aber 2, 3, 5, 4,
Easy going. Kein Rätsel ohne Lösung. Sowas ist sehr offensichtlich. Ich erinnere mich nur an das blöde die Würfelreihe im ersten Teil. Das war ein Mist. Ja. Schnell sichtbar. Ich weiß zwar nicht, was das hier, wie das eine 1 darstellen soll, aber gut. Okay. Gut gemacht. Ich will euch nicht ermutigen, aber wenn ihr diese Schatulle sucht, werdet ihr Pech haben. Viele der Einwohner, die sich in Forsens auskannten, sind vor einigen Jahren weggezogen. Alles hatte mit einem seltsamen Gerücht angefangen, das sich hier wie ein Lauffeuer verbreitet hat. Dann sind wir zwar am richtigen Ort, aber womöglich kann uns dennoch niemand helfen. Sagen Sie, was war es denn für ein Gerücht? Irgendetwas wegen eines Fluchs. Um ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich frage mich oft, wohin die ganzen Leute gegangen sind, die Forsens verlassen haben. Tja. Dieses Gerücht wurde, ich weiß nicht mehr genau wie. Ja, wie? Und wo wir mal hin können? Gehen erstmal hier rein. Weststraße. Ganz kreativ. Lebensmittelladen. Na, das sieht aber alles gut aus hier. In diesem Regal finden sich Rezepte und Kochzutaten. Nirgendwo sonst. Sowas habe ich ja noch nie gesehen, ob man die essen kann. Ja, musst du mal fragen, ne? So, und wir sammeln weiter Hinweismünzen. Was macht man denn damit? Weiß ich nicht, Luke. Aber Fragen kostet meistens wenig bis gar nichts. So, wen haben wir denn hier? Luke. Achso. Igitt, hier ist ja überall Knoblauch und es stinkt auch entsprechend. Pfui. Knoblauch ist aber sehr lecker. Der Geruch ist wirklich beißend. Zum Glück trage ich stets ein Taschentuch bei mir, auch wenn man es hier nicht sieht. Da treibt es einem ja die Tränen in die Augen. Knoblock. Aha, endlich Kundschaft. Hereinspaziert. Sie sind seit Monaten die ersten Kunden. Die Burger haben sich von meinem Laden abgewandt. Das überrascht mich gar nicht. Bei dem Knoblauchgeruch kann man ja nicht mal mehr normal denken. Es riecht etwas nach Knoblauch. Na und? Das ist nun mal zum Schutz vonnöten. Wir haben hier nämlich ein kleines Vampirproblem in der Stadt. Und da hilft eben nur Knoblauch. So. Vampire? Im Ernst? Sehe ich etwa so aus, als ob ich Winze mache? Habt ihr das Schloss oben auf dem Berg gesehen? Dort versteckt sich angeblich unser Vampir. Ich sage ja nicht, dass ich das wirklich glaube, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Gibt's noch ein Rätsel? Nö. Wie auch sei, trotzdem vor Vampiren hart auf Schloss, könnt ihr immer in meinen Laden. Sicherheit kein Vampir hinein. Okay, dann sehen wir uns bestimmt nochmal wieder. Ja, sieht so aus, als wäre jemand drin. Na, dann gehen wir doch mal ganz schnell rein. Oh weh, jetzt bin ich aber erschrocken. Wer macht denn da so einen Lärm? Ich weiß es nicht, aber ich denke, es kommt aus dem Stockwerk über uns. Los, Luke, nehmen wir die Treppe. Oh. Zuvor. Hinweismünzen. Huch, wer war denn das? Oh, das war ja nur mein Spiegelbild. Roffel. Roffelmao. Sagt man ja heute nicht mehr, habe ich gelernt. Heute heißt es nur noch Lell und Lull. Warum eigentlich? Okay, dann machen wir mal ein Foto. Du hast ein Foto von diesem Ort gemacht, doch irgendetwas ist eigenartig an dem Bild. Wähle die Kamera im Koffer des Professors aus, um das Foto zu untersuchen. Oder die Fotos. Kamera. Aha. Komm, das machen wir schnell. Foto Nummer 5. Turmtreppe. Da? Kein Rätsel ohne Lösung. Okay. Ah, ganz famos. Du hast den ersten Unterschied zwischen den Bildern gefunden. Ein bisschen übertrieben, die Animation dann immer dazwischen. Okay, da ist jetzt ein kleines Ausrufezeichen. Ist ja toll. Auf diesen Fotos, es gab auch mal ein Spiel namens Touchmaster, da gab es auch Fehlersuchen, wo man 5 Unterschiede finden musste und das war einfach alles so minder qualitativ, die Bilder, da hat man einfach nichts entdeckt. Das wollte ich auch mal kurz einwerfen. So. Na, hier unten das Ding sah aber auch schon mal besser aus. Nun die Probe aufs Exempel. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Geil.
So, und der letzte Unterschied, den finden wir jetzt auch noch ganz fix. Es handelt sich nämlich ganz eindeutig um Alle haben es schon gesehen, nur ich nicht. Nur ein bisschen weiter zurückgehen vom Mikrofon weg, dann sieht man es, glaube ich, eher. Ja, nun, ich werde doch wohl den letzten Unterschied noch finden. Na, sag mal, was ist denn jetzt los? Blind auf beiden Augen, glaube ich. Oder es ist was, was gar nicht so richtig ins Auge fällt. Es sind aber auch so viele Objekte, das ist ja ätzend. Och Leute, wo ist denn der letzte Unterschied? Wieso sehe ich denn den jetzt nicht? Und das, dann ist der Ausschnitt auch nicht ganz identisch, ne? Ist ein bisschen was abgeschnitten auf der rechten Seite. Das ist ja verständlich bei einem Foto, aber... Sag mal, jetzt werde ich aber langsam ein bisschen... Werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Kennt das noch jemand? Ich glaube, das Originalvideo gibt es mittlerweile bei YouTube nicht mehr. Och Leute, das ist doch jetzt hier nicht wahr. Ich werde bescheuert. Wieso sehe ich denn jetzt den Bildschirm nicht? Ich sehe den Bildschirm nicht, hallo? Ruf mal einer meine Putzfrau an. Die hat einen Ersatzschlüssel. Ich brauche, glaube ich, ein bisschen Abstand von dem Bild. Scheiße. Nächstes Mal. Oh, wir haben ein Säckchen dastehen bei den Hinweismünzen. Was das hier bloß war? Wir finden es noch aus, definitiv. Turm, Wachraum. Saufen. So. Hier unten vielleicht, na klar. Und in den Kartoffeln, aha. Hinfort, ihr elendigen Vampire, verlasst unverzüglich mein Grundstück. Geht es Ihnen gut? Was? Wer seid ihr? Nein, schweigt, ich habe euch durchschaut. Vampirschergen erkenne ich sofort. Moment mal, wovon reden Sie bitte? Wir haben gerade einen lauten Schrei gehört und wollten helfen. Sag, was du willst, Kerlchen, aber es wird dir nichts nützen. Mir macht ihr nichts vor. Wenn ihr wirklich keine Blutsauger seid, dann löst mir bitte dieses Rätsel hier. Löst es! 76 Rätsel, Blick auf den Turm. In einer ruhigen Stadt steht ein Turm, der einen wunderbaren Ausblick über die ganze Stadt bietet. Da man jedes Gebäude vom Turm aus sehen kann, sollte man logischerweise auch von jedem Gebäude aus den Turm sehen können. Nein, natürlich nicht. Auf dem Bild rechts siehst du jedoch ein Gebäude, von dem aus man die Turmspitze auf keinen Fall sehen kann, egal aus welchem Fenster man sieht. Kreise dieses Gebäude ein. Naja, aus diesem hier. Bitte zeichne den Kreis noch einmal. Also eigentlich aus diesem... nicht das da. Schon das hier. Oder gehört das dazu? Dieses kleine hier hätte ich gedacht. Naja, andernfalls... Hier weiß ich nicht, es gehen auch bestimmt Fenster nach da drüben, dann könnte es ja bloß noch das hier sein eigentlich, oder? Ein Gebäude, von dem aus man den Turm nicht sieht. Ja, das Stadion, eigentlich müsste man es ja sehen können. Auch wenn dieses Gebäude hier natürlich mitten im Weg steht. Also entweder das Stadion oder dieser Block hier. Wobei, wenn hier Fenster sind, könnte man es theoretisch... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Freunde.
Stadion oder dieser Block hier? Ob das stimmt? Hoppla, das war wohl falsch. Das war wohl falsch. Ich bin schon wieder mal viel zu bescheuert. Natürlich kann man vom Turm aus die Turmspitze nicht sehen. Ach Mann. Das war doof. Vom Turm aus kann man auf keinen Fall die Spitze des Turms sehen. Es sei denn, man hat ein riesiges Teleskop. Oder nee, wie hieß das, wo man so um Ecken gucken konnte? Ich weiß es nicht mehr. War mal in der Patterson und Findus Zeitschrift drin. Tja. Naja. Okay. Nicht schlecht für einen Vampir, es sei denn, ihr seid doch keine Lakaien des Blutsaugers. Falls dem so ist, dann folgt besser meinem Rat und bleibt dem Schloss fern. Oh, einladend. Dort lebt eine der schlimmsten und fürchterlichsten untoten Kreaturen weit und breit. Dort lebt ein Untoter? Ja, also sozusagen. Geheimnis 9. Der Vampir im Schloss. Gerüchten zufolge haust im Schloss am Rande der Stadt ein Vampir, weshalb es auch kein Einwohner von Four Sands je wagt, sich dort aufzuhalten. Ist es tatsächlich möglich, dass ein Vampir im Schloss in Schloss Herzen wohnt? In Schloss Herzen? Woher wissen wir das? Und das Rätsel ist jetzt im Rätselindex. Es ist ganz schön schwierig, hier Hinweise zu finden. Das ist wahr. Vielleicht können wir vorerst nur darauf warten, dass das Herzenmuseum öffnet. Puh, also wenn das so ist, dann sollten wir gleich nochmal dort vorbeischauen. Vielleicht hat es ja inzwischen aufgemacht. Wenn du meinst, ich hoffe, der Weg lohnt sich zumindest diesmal. Klar, in den letzten 20 Minuten hat das Museum aufgemacht. Das ist irrational, diese Annahme. Muss man mal so sagen.